fahre fort mit einem Lied für all die, die das Leben auf die schwere Schulter nehmen, immer mit knirschenden Zähnen und hängenden Ohren durch die Gegend laufen. Ihnen sei zugerufen, man darf das alles nicht so verbissen sehen. Wenn dir am Stammtisch einer klagt, Mensch, was mach ich bloß? Meine Familie ist zerrüttet, ich bin arbeitslos. Meine Frau ist stinksauer und verachtet mich und sagt, wenn das so weitergeht, geht sie auf den Strümpfen zum Arbeitsamt und zeigt denen mal, wie dreckig es uns geht. Unser Opa liegt schon lange auf der faulen Haut und lebt von dem, was die Oma im Discountladen klaut. Auch mein Sohn ist ein Versager und geht jetzt zur Polizei und wirbt in seiner Freizeit für die vierte Partei. Dann sagt ihm meine Kopf hoch, es wird schon gehen. Du darfst das alles nicht so verbissen sehen. Wenn dich der Lehrer in der Schule mal zur Rechenschaft zieht, weil er gewisse dumme Scherze gar nicht gerne sieht, du hast im Lehrerzimmer einmal einen Käse versteckt und den hat man erst nach 6 Wochen entdeckt. Hast deiner Lehrerin nicht nur ins Dekolleté geguckt, sondern danach sogar noch angewidert ausgespuckt. Und als der Rektor mal zerstreut durch eine Scheibe lief, warst du es nicht, der da Zugabe rief? Dann sag ehrlich, das war ich, ich muss es gestehen. Doch sie dürfen das nicht so verbissen sehen. Gehst du nachts allein spazieren mal im dunklen Park und du bist nicht eben mutig, auch nicht bärenstark und wirst dann von einer lockeren Gruppe umringt, die Fahrradketten und Drahtbürsten schwingt, dann tu unbefangen, pfeif dir eins und sag nicht mu. Und kommt dann vielleicht einer direkt auf dich zu, der die anderen noch um Haupteslänge überragt und der dich aufmunternd "Is was?" fragt, dann kneif dich, wach auf und sollte das nicht gehen, versuch alles nicht so verbissen zu sehen. Und kommst du eines Tages mal ins Krankenhaus, weil es heißt, dein Blinddarm müsse dringend raus, und du erwachst aus der Narkose und fängst an zu schreien, hey, Herr Doktor, wo ist denn mein linkes Bein? Dann sagt der Arzt vielleicht verdutzt, ja, wo ist es denn? Da hätten Sie ja auch ein bisschen mehr drauf achten können. Nun jammern Sie nicht, das Bein ist hin, dafür haben Sie ja noch Ihren Blinddarm drin. Wir versuchen, das Ding wieder anzunähen. Sie dürfen das nicht so verbissen sehen. Sag deine Frau mal zu dir, Liebling, wir können uns freuen. Ich krieg schon wieder ein Kind, nun sind es 9. Dass wir ein fruchtbares Paar sind, das wissen wir nun. Vielleicht sollten wir jetzt mal was dagegen tun. Dann sag ihr verständnisvoll, lieber Schatz, in unserer Einraumwohnung ist doch massig Platz. Lass doch den Dingen den naturgegebenen Lauf. Irgendwann hört's ja schließlich von selber auf. Wo 9 Mäuler satt werden, reicht's auch für 10. Man darf das nur nicht so verbissen sehen. Wenn dir am Stammtisch einer sagt, Mensch, weißt du was? Im Grunde sitzen wir doch alle auf einem Pulverfass. Die bauen Kernkraftwerke und wir halten still. Dabei weiß kein Mensch, wohin mit dem kernigen Müll. Dann sag, was weißt denn du von Energie und Atom? Du stehst doch sowieso dauernd unter Strom. Und was nützt dir der sicherste Lagerplatz der Welt, wenn ab und zu mal so ein Reaktor vom Himmel fällt und fliegt alles in die Luft mit lautem Gedröhn? Ach, man darf das alles nicht so verbissen sehen.